Hallo, mein Name ist Nadja Bleikner und ich bin Kundenberaterin bei der Volksbank in der Filiale in Brixen. Business of Business is Business. Das heißt, die primäre Aufgabe eines Unternehmens ist es, Geschäfte zu machen. Das Zitat aus dem Jahr 1970 stammt vom Nobelpreisträger Milton Friedman. Er war der Meinung, der einzige Zweck eines Unternehmens sei es, Gewinn zu machen und dadurch eine Wertsteigerung für die Investoren zu schaffen. Die sogenannte Shareholder Value Doktrin war geboren. Die Tatsache, dass das Unternehmen aus Menschen besteht und auch Auswirkungen auf unseren Planeten hat, wurde dabei völlig ignoriert. Kurzum, Nachhaltigkeit spielte dabei keine Rolle. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, wie ein Anleger mit seinen Investitionen einen positiven Einfluss auf die Umwelt und die Gesellschaft ausüben kann, ist dieses Video perfekt. Im Laufe der Jahre hat man sich immer mehr vom Konzept des Geschäftemachens der Geschäfte wegen verabschiedet. Nicht zuletzt deshalb, weil die Öffentlichkeit begonnen hat, bei ihren Entscheidungen auch Werte zu berücksichtigen, die nichts mit reinem ökonomischen Gewinn zu tun haben. Dazu zählen zum Beispiel der Schutz der Umwelt und die biologische Vielfalt, die Menschenrechte, die Gesundheit und das Wohlergehen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Einige Wirtschaftswissenschaftler haben innovative Ideen entwickelt, die zeigen, wie Unternehmen, die bei ihrem Business auch nicht wirtschaftliche Gesichtspunkte berücksichtigen, langfristig solide wirtschaftliche Ergebnisse erzielen und gleichzeitig Wohlstand, Wohlbefinden und positive Auswirkungen für die Umwelt und die Gesellschaft generieren. In diesem Zusammenhang sollte man auch über die Shareholder Theory von Porter und Kramer sprechen, die sich mit dem Management und der Unternehmensorganisation befasst haben. Bei ihrer Theorie geht es um die Schaffung von häufig schwer messbaren, geteiltem Wert, englisch Shared Value, der entsteht, wenn Unternehmen bestimmte Entscheidungen treffen, zum Beispiel wie Lieferanten ausgewählt werden, wie der Gewinn verwendet wird, die Strategie zur Entwicklung des Unternehmens. Aber mit wem wird dieser Wert genau geteilt? Mit der Gesellschaft, dem Einzugsgebiet und dessen Umgebung, in dem das Unternehmen tätig ist, sowie mit dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Bei diesem Ansatz gewinnen alle. Verschiedene wissenschaftliche Studien belegen, dass Unternehmen, die besonders auf ökologische und soziale Nachhaltigkeit achten, Risiken minimieren und in Krisenzeiten am resilientesten sind. Nachhaltiges Engagement zahlt sich also auch in finanzieller Hinsicht aus. Schauen wir uns das anhand eines Beispiels an und denken wir dafür an eine Bank wie die Volksbank. Die Entscheidung der Bank, mit Lieferanten aus ihrem Einzugsgebiet zusammenzuarbeiten, kann drei positive Auswirkungen haben. Es wird Wohlstand für das Einzugsgebiet geschaffen, wovon die Bank selbst auch profitiert. Energie und Ressourcen werden eingespart, da die Lieferkette kürzer ist. Und schließlich kann die Aufwertung lokaler Lieferanten, die Entstehung neuer Industriegebiete und Kulturkreise sowie neuer Unternehmen und Berufe im Einzugsgebiet fördern. Um Wert zu schaffen, können Unternehmen ihre Tätigkeiten an sozialen oder umweltfreundlichen Themen ausrichten. Ein solches Unternehmen, das zum Beispiel Meere von Plastik reinigt und somit etwas Gutes für den Planeten tut, kann also zugleich auch Gewinn erzielen. Auch große multinationale Unternehmen können geteilten Wert schaffen, indem sie ethische Erwägungen in ihre Prozesse mit einbeziehen. Dazu können Maßnahmen zur Verhinderung von Kinderarbeit in der Lieferkette zählen, Initiativen zur Verringerung sozialer Risiken oder sogar formale Maßnahmen zur Achtung der Menschenrechte seiner Geschäftspartner. Nur gute Absichten reichen jedoch nicht aus, um als nachhaltiges Business zu gelten. Schauen wir uns ein paar Unternehmen an, die tatsächlich auch konkrete Maßnahmen diesbezüglich ergreifen. Signify, ein niederländisches Unternehmen, ist 2016 aus der Ausgliederung der Beleuchtungssparte von Philips hervorgegangen. Dessen Unternehmenspolitik steht mit den wichtigsten internationalen Konventionen zum Thema Menschen- und Arbeitsrechte im Einklang. Es hat sich verpflichtet, das Risiko von Menschenrechtsverletzungen, denen es ausgesetzt ist, jährlich zu erfassen und Maßnahmen zu diesem Thema zu priorisieren. Ein anderes Beispiel ist die Deutsche Telekom. Das Telekommunikationsunternehmen hat einen Menschenrechtskodex veröffentlicht und eine Reihe von Richtlinien verabschiedet, in denen die Prozesse, die durchgeführten Kontrollen und die Verantwortlichkeiten für die Eingliederung von Menschenrechten, Vielfalt und Integration in die Geschäftstätigkeit des Unternehmens beschrieben sind. Die Zukunft der Nachhaltigkeit liegt auch in der Umgestaltung von Ballungsgebieten. Dort soll ein Modell der Kreislaufwirtschaft gefördert werden, das auf der Neuordnung von Räumen und Ressourcen basiert. Damit wird die Integration von Dienstleistungen unterstützt, die den Verkehr und die Umweltverschmutzung vermindern. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, sucht im Internet nach der 15-Minuten-Stadt. In diese Unternehmen zu investieren, ist im Laufe der Jahre immer attraktiver geworden. Anleger, die eine Rendite anstreben und zugleich mit ihren Investitionen
Investment etwas Gutes für die Umwelt und die Gesellschaft tun wollen, können sich auf nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagelösungen verlassen, die von spezialisierten Vermögensverwaltungsgesellschaften angeboten werden. Auch ihr könnt das mit Hilfe eines Beraters tun, der euch bei der Suche nach passenden Lösungen, die eurem Risikorenditeprofil am nächsten kommen, unterstützen und begleiten kann. Jeder Anleger kann daher bei der Wahl seiner Anlagen ethische, soziale und ökologische Aspekte einbeziehen und dabei unterschiedliche Schwerpunkte und Ansätze verfolgen. Spielt für euch das Thema Nachhaltigkeit beim Investieren eine Rolle? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen.